den Herkuss. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen und zwar wieder bei einem neuen Video auf diesem Channel und ich freue mich heute schon für euch ein paar Infos bzw. die News über Black Ops 3 rauszuhauen, also bis gleich. So, und da sind wir auch schon bei dem ersten Fakt bzw. bei der ersten Info, die leider die ganzen Old-Gen-Nutzer ein bisschen traurig machen wird. Und zwar Call of Duty Black Ops 3 wird nicht für die Old-Gen rauskommen und zwar wird es nur für die New-Gen bzw. für die PS4, die Xbox One und für den PC zu erhalten sein. Ich muss wahrscheinlich wieder leider zugeben, dass Black Ops 3 ein Spiel sein wird, was einfach nicht für den PC geeignet ist. Für die Leute, die ein bisschen den Stream bzw. Den Twitch-Account von uns bzw. mir ein bisschen verfolgen, werden merken, dass ich komplett eigentlich so 100% PC-Gamer bin, aber auch mittlerweile auch mal hier und da zocke und zwar auf der Konsole, meine lieben Freunde, auf der PS4 und hatte auch da vor kurzem mein allergrößtes bzw. mein allererstes Highlight, aber ich sag mal nicht lieber, was das war bzw. da würdet ihr euch wahrscheinlich alle totlachen und ja, geht's auch mal gleich los zu Info Nummer 2. Wir haben natürlich alle in dem Trailer, wie man es hier unten wahrscheinlich auch nochmal sehen wird im Trailer, eine Szene sehen bzw. eine Sequenz und zwar, wo da steht, dass man was eben vorbestellen muss bzw. dass man einen Code anfordern muss. Das wird wahrscheinlich aber auch so nicht direkt sein und zwar wird es wahrscheinlich zwei Arten von der Beta geben. Einmal eine Open Beta und einmal eine Closed Beta. Das heißt einfach, dass die Beta einmal für alle offen sein wird. Das ist eine öffentliche Beta, wie es zum Beispiel war mit Battlefield Hardline oder mit Destiny und dann wird es nochmal eine Beta geben und zwar nur mit einem Code, den man dann eben anfordert, auch nochmal anfordern muss und zwar auf der Call of Duty Seite. Natürlich für die aktiven Leute unter euch, die wahrscheinlich auch auf die Gamescom gehen werden, wird es vielleicht auch so kommen, dass man das Spiel sogar auf der Gamescom spielen kann. Da freue ich mich jetzt nicht so direkt drauf, weil ich gehe noch nicht zur Gamescom, weil meiner Meinung nach ist es sinnlos unter 18 dahin zu gehen. Ich werde leider nicht vor der Gamescom 18, sondern erst im Februar. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil dann kann ich mich schon mal auf das nächste COD bzw. für die nächste Enttäuschung freuen. Und ich glaube, man sieht mir auch an, wie ich mich freue für die Beta in Black Ops 3. Natürlich wird es jetzt auch so sein, dass die Beta nur 2 Monate vorher verfügbar sein wird. Man munkelt, dass die Beta nur 2 Wochen zu spielen sein wird und dass man nicht länger zocken kann. Ebenfalls auch, wie es bei anderen Spielen schon war, dass man nur mal kurz reinschnuppern kann und kein großes Suchtverhalten entwickeln kann. Es gibt sogar Gerüchte, dass Sachen aus Call of Duty Black Ops 1 bzw. Personen aus Black Ops 1 in Black Ops 3 mitspielen werden. Das heißt also, dass wir wieder mal sehr hart in die Vergangenheit reisen müssen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir wahrscheinlich in dem Jahre, wie es eigentlich veröffentlicht wurde, spielen. Bloß, dass es einfach so sein wird, dass man Sequenzen bzw. Spielszenen in der Vergangenheit zocken kann. Und darauf freue ich mich schon richtig, weil das finde ich richtig hammergeil. So, meine lieben Freunde, ich möchte mich auch jetzt hier schon verabschieden mit dem Video bzw. zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch einfach mal gefallen und es waren jetzt nicht so extrem viele News, aber ich denke mir einfach mal, es reicht für den Anfang. Und ja, ich habe mich extrem gefreut und danke auf jeden Fall für die ganzen Leute, die mich abonniert haben in den letzten Videos. So ist unnormal, was ich da an Abo-Zuwachs bekommen habe. Richtig krass. Vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde. Road to 1K ist auf jeden Fall am Start. Und ja, also danke, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, haut rein und tschüss.